Und es geht wieder weiter mit einer Analyse zu Digimon Tamers Episode 22, wie Karalamon taucht auf. Ja, bevor ich mit der Analyse loslege, möchte ich an der Stelle einfach nochmal erwähnen, weil irgendwie, ich weiß nicht, manche Leute kapieren irgendwie den Sinn meiner Analysen nicht. Ich habe das jetzt auch gekonnt ignoriert, möchte es an der Stelle aber nochmal für die Leute erwähnen, die sich vielleicht irgendwie nicht sicher sind, warum ich das mache. Ja, ich mag Digimon. Digimon ist mein Lieblingsanime und ja, ich mag eigentlich so jede Staffel irgendwo, die eine mehr, die eine weniger, habe ich ja auch schon mal gesagt. Der Sinn meiner Analysen ist einfach, weil es mir zum einen Spaß macht, einfach mal mitzuteilen, dass man hier und da halt irgendwie Potenzial verschwendet hat oder hier und da auch mal so einen Logikfehler hat. Da gibt's natürlich spaßige Logikfehler, bei denen man einfach nur schmunzelt und andere, bei denen man am liebsten den Kopf gegen die Wand schlagen würde und sich denkt, oh Gott, was habt ihr da gemacht und naja. Und ich finde, es ist einfach auch mal interessant, auch mal wirklich sich so diese ganzen logischen Fehler anzugucken und auch mal zu sehen, weil, ja, dann kommen immer so Argumente wie, ja, das ist ein Anime, Anime braucht keine Logik. Und ich sage mir, doch, doch, ein Anime braucht zumindest die Logik, die er in seiner eigenen Welt hat. Und zum Beispiel, wir wissen alle, ein Ausbildungslevel-Digimon kann kein Mega-Level-Digimon besiegen. Nicht mal, wenn es einen Partner hat, das geht einfach nicht. Und wenn das passiert, dann ist das total bescheuert, weil es einfach die Logik, der Logik des Animes widersprechen tut. Und ja, dann eben auch die Sache, wenn es dann immer so kommt, wenn ich da mal ein bisschen kritischer bin, dann irgendwie solche Kommentare wie, kann es sein, dass du von Digimon genervt bist? Warum machst du das Ganze dann? Ja Leute, das ist ein Fazit, eine Analyse und ich weiß nicht, aber wenn ihr einseitige Fazit wollt, dann solltet ihr euch meine Analysen einfach nicht geben, weil hier gibt's nicht, hey, das ist Digimon Tamers, ich finde Digimon Tamers ist meine Lieblingsstaffel, die ist richtig geil, daher sind alle Folgen richtig geil und hier gibt's auch kein, ja, Digimon Adventure 2 ist scheiße und deswegen sind alle Folgen richtig scheiße, das gibt's einfach nicht. Ich versuche immer aus jeder Folge so objektiv wie möglich das Positive und das Negative zu sehen und deswegen frage ich ja auch immer, ja, ich habe das jetzt negativ gesehen, aber wie findet ihr das? Ich habe das jetzt positiv gesehen, aber wie findet ihr das? Weil manche Sachen, die ich jetzt vielleicht als etwas negativer oder positiver einsehe, werden von anderen Leuten wieder anders gesehen. Und ja, mein Gott, wie gesagt, wenn ihr keinen Bock darauf habt, dass das irgendwie so ein bisschen pro-kontra ist, sondern hofft, ah, oh, meine Lieblingsstaffel, oh Gott, da warst du jetzt negativ, ich hasse dich. Ja, dann tut es euch einfach nicht an. Also, weil ich weiß nicht, ich finde solche Kommentare sind wirklich ziemlich sinnlos. Sie nerven einfach nur und sie bringen eigentlich überhaupt nichts. Eigentlich sorgt ihr dafür nur, dass ich diese Kommentare, ja, einfach nur sehe und wieder lösche, weil es einfach nichts bringt. Ich habe kein Problem damit, wenn man mal ein bisschen Kritik äußert, solange diese sachlich ist und auch irgendwas mit zu tun hat. Aber mir zu unterstellen, dass ich Digimon nicht mag und warum ich dann diese Videos mache, das hat einfach keinen Mehrwert, weil das bringt einfach nichts und es ist einfach nur Schwachsinn. Aber ich habe ja auch schon mal ein Video zu Adventure 2 gemacht und dann auch das alles nochmal erklärt. Also weise ich daraufhin auch nochmal einfach hin und in der Beschreibung werdet ihr den Link auch nochmal finden. Schaut euch das an, hört hin, was ich sage und wenn ihr damit nicht klarkommt, dann habt ihr einfach Pech gehabt. Mein Gott, ich meine, es ist ja keine Pflicht, meine Videos euch anzutun. Wenn ihr das gut findet, guckt ihr weiter. Wenn ihr es nicht gut findet, dann lasst ihr es. Ja, und wenn ihr mal eben der Meinung seid, die gleiche Meinung habt wie ich, dann ist das halt schön. Und wenn ihr sie nicht habt und dann mit mir ein bisschen so diskutiert und so, dann ist das auch vollkommen okay. Also weiß ich einfach nicht, wo das Problem ist. Nun ja, aber jetzt eben wieder zum schöneren Teil und zwar zu der Folge, wobei ich erstmal wirklich kritisieren muss, also diese Digimon Tamers Folge ist wirklich mit Abstand ziemlich schlecht designt, also beziehungsweise gezeichnet, also die Animation ist schlecht. Ich meine, klar, Digimon Tamers ist jetzt auch nicht in jeder Folge super duper gut animiert, das wäre wirklich gelogen, aber diese Folge ist wirklich schlecht animiert. Also man sieht es an den Menschen, die da zum Beispiel rumstehen und sich wirklich gar nicht bewegen. Dazu komme ich dann auch, wenn ich in der Folge weiter fortgeschritten bin, nenne ich da ein Beispiel. Oder auch die Menschen, die da weglaufen. Da ist es zwar schön, dass man nicht nur drei Menschen so animiert hat und die immer wieder wiederholt, wie das ja oft so bei Serien ist, weil es halt einfach Geld spart. Das war schön, dass da mehrere Menschen waren, aber die waren auch total krüppelig und hässlich gezeichnet. Und natürlich fiel es auch sehr bei den Tamern und noch viel mehr bei den Digimon auf. Also bei Terriermon, der hat einen sehr großen, fetten Kopf in der Folge. Renamons Gesicht und auch überhaupt sein ganzer Körper war auch ziemlich komisch und auch Gilmon war sehr seltsam. Also vielleicht liegt es daran, weil wie Karalamon so ein ziemlich großer Koloss ist, aber ja, ich finde die Folge ist hässlich animiert. Natürlich ändert das nichts an dem Inhalt der Folge, aber ich finde, man sollte das einfach mal erwähnen und diese Folge ist wohl die erste von 22 Folgen, bei denen das so richtig auffällt. Meiner Meinung nach. Nun ja,
Erstmal in der Folge ist natürlich gut, dass Takato zum Beispiel nach Hause kommt und sofort wieder weglaufen möchte, weil er will ja halt Gilmon Essen bringen und so, und seine Mutter spricht ihn daraufhin an, weil er ja wieder weggeht und so alles und wo er denn hin möchte und so, und ja, dass er eben, was denn mit seinen Hausaufgaben wäre, und Takato sagt, er hat nicht viel auf und macht die später, und seine Mutter natürlich, dass er immer nur das Nötigste macht und das gefällt ihr nicht. Ja, er sollte lieber ab und zu mal sich hinsetzen und lernen, aber für Takato steht fest, es gibt erstmal wichtigere Dinge, womit er natürlich auch irgendwo recht hat, und solange er ja nicht schlecht in der Schule ist, kann er sich das ja auch erlauben. Trotzdem finde ich es gut, dass das auch mal angesprochen wird. Ja, dann sind natürlich wieder Erdbeben und so, allerdings, ja, auf Richterskala 4, ich finde, für japanische Verhältnisse würde ich sagen, das ist noch niedrig, würde ich jetzt sagen. Also auch nicht ganz, ganz niedrig, aber noch so akzeptabel. Ja, Chuchong hat natürlich ein bisschen Angst und er wirkt Teriyamon, wo sie ja immer noch nicht schnallt, dass es ja ein Lebewesen ist, und Henry will natürlich mit Teriyamon losgehen. Ist ja klar, weil er sich darüber Gedanken macht und sie will es auch nicht und so. Und ja, daraufhin meckert Henry sie dann ein bisschen doll an und sie fängt daraufhin an zu weinen und sagt, er wäre gemein. Ja, ich weiß jetzt nicht, also dafür, dass sie 7 Jahre alt sein soll, ich meine, gut, er war jetzt so ein bisschen schon aufbrausend, und wenn er das normalerweise nicht ist, dass sie deswegen ein bisschen zusammenzuckt und auch findet, dass er gemein ist, kann ich verstehen, dass sie deswegen dann losheult, nicht so, aber gut, ich bin jetzt auch keine 7 mehr. Und ich habe auch nicht so viel mit Kleinkindern zu tun, daher kann ich nicht sagen, ob das jetzt normal ist oder von Kleinkind zu Kleinkind unterschiedlich ist, aber ich vermute mal, es ist normal, gerade weil Henry ja sonst eigentlich nicht so zu ihr ist. Warum aber komischerweise die Mutter nicht da ist, gut, die ist vielleicht einkaufen, aber warum die beiden älteren Geschwister nicht zu Hause sind, sondern nur Henry, ja, das ist dann auch ein bisschen seltsam. Ich meine, gut, die sind ja so 15 und 14, die gehen ja vielleicht auch eher ihre eigenen Wege, und Henry ist ja dann eben noch näher an Chuchong mit dem Alter dran und der ist dann ja auch natürlich ein bisschen pflichtbewusster. Allerdings geht er ja jetzt mit Teriyamon dann auch weg. Also von daher ist das schon ein bisschen seltsam. Naja, Teriyamon, der ja sonst immer von Chuchong genervt ist, fragt auch Henry, warum er dann in dem Punkt überhaupt so laut geworden ist und dass er Chuchong nicht hätte gleich anschreien müssen. Das ist schon irgendwie erstaunlich, wie Teriyamon an Chuchong denkt, obwohl sie ihn ja immer ziemlich nerven tut. Und auf einmal sieht Henry im Augenwinkel, ziemlich weit weg bei einem kleinen Laden, ein Plakat mit den chinesischen Sternzeichen. Und ich meine, ich will ja nichts sagen, aber wirklich aus der Entfernung, so richtig spontan im Augenwinkel, das zu bemerken, das ist echt erstaunlich. Damit will ich sagen, es ist ein bisschen unlogisch. Hätte er gerade vor dem Laden gestanden oder wäre wirklich direkt gezielt an dem Laden vorbeigegangen, okay, aber das finde ich ein bisschen, naja, übertrieben. So super Adleraugen wird er nicht haben. Das ist jetzt aber auch wieder so ein Beispiel. Ich finde das ein bisschen unlogisch, wo ich jetzt schmunzle, aber nichts, was jetzt irgendwie die Story beeinträchtigt und ein großer Fehler wäre halt, ne? Naja, jedenfalls hat er jetzt eben gemerkt, ja, die chinesischen Sternzeichen, die kommen mir doch bekannt vor, und er denkt sofort an die Dewa und will natürlich auch sofort zu Takato und so, und kaum kommt er aus dem Laden und bedankt sich, weil er halt dieses Poster bekommen hat, trifft er auch schon Rika und ihre Oma, und da finde ich natürlich auch ziemlich unterhaltsam, da geht das Telefon der Oma, weil Rika will ja gerade mit Henry mitgehen und die Oma hat auch kein Problem damit, und ja, daraufhin sagt dann die Mutter am Telefon, ja Rika, stell dir vor, ich habe schon frei und sie ja schön für dich, kannst du was unternehmen, und sie sagt halt, dass sie dann mit Freunden verabredet ist, und die Mutter total, was? Was spinnt die? Und ja, ich finde das schon ein bisschen unterhaltsam. Und eigentlich sollte sie sich doch freuen, dass Rika Freunde hat und nicht nur mit ihrer Mutter rumhängt. Aber nun gut, die ist noch recht jung, die will ja mit ihrer Tochter eigentlich was unternehmen. Was ich an der Stelle nicht so ganz verstehe, ich kann jetzt auch leider nicht im Japanischen nachgucken. Aus technischen Gründen geht das gerade nicht. Aber für diejenigen, die japanischen Folgen mit Untertitel geguckt haben, wäre es nett, wenn die mir sagen könnten, was Rika eigentlich gesagt hat. Weil Henry fragt, woher Rika gerade kommt. Und sie sagt daraufhin, dass sie gerade vom Unterricht kommt. Und ich verstehe nicht, vom Unterricht heißt für mich eigentlich, sie meint von der Schule. Aber sie geht ja auf eine Mädchenschule und trägt eine Schuluniform. Und wenn sie gerade wirklich vom Unterricht kommen würde, hätte sie diese Schuluniform eigentlich an. Und ich glaube nicht, dass sie gerade vom Unterricht kam und dann nach Hause ging und dann mit ihrer Oma beschlossen hat, dass sie mal zusammen irgendwo hingehen. Also ich glaube, hier stimmt die Übersetzung nicht ganz. Es wird wahrscheinlich trotzdem keinen Abbruch tun, aber es wird mich einfach wahnsinnig interessieren, vor allen Dingen, weil die Oma auch ein Kimono trägt. Also vielleicht kamen die ja doch wieder von einem Theater oder wollten gerade wohin gehen. Das würde mich dann schon eher interessieren. Also wie gesagt, wer die Folge auf Japanisch mit Untertitel geguckt hat, kann mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was sie denn da gesagt hat, weil es mir irgendwie im Deutschen seltsam erscheint. Nun ja,
Kenta und Katsu sind dagegen mit Takato erstmal im Park und jetzt wird auch erstmal etwas sehr Wichtiges für mich, finde ich, angesprochen. Kenta findet es zum Beispiel unfair und er fragt sich auch, warum Takato, Rika und Henry Digimon haben und warum die anderen halt nicht. Und das finde ich eigentlich eine berechtigte Frage und ich würde mir eigentlich auch Gedanken machen. Gut, Kenta wirkt jetzt für mich nicht wie der große Digimon-Fan, aber Katsu, der kennt sich sehr gut mit den Karten, mit den Digimon aus, der ist mindestens so ein großer Fan wie Takato, würde ich sagen. Und da ist es schon fraglich, warum er jetzt zum Beispiel keinen Digimon-Partner bekommt. Und es wäre interessant zu wissen, warum das bei denen auch so lange gedauert hat. Naja, Takato macht denen natürlich ein bisschen Hoffnung, erinnert dann auch an die vorige Folge wegen Jen und Leomon. Allerdings sagt Kenta dann, dass Leomon aufgetaucht ist, aber nach dem Kampf wieder weg war. Katsu hat natürlich in der Zwischenzeit auch mal so seinen Digimodi-5-Move da so präsentiert, den ich jetzt nicht besonders cool finde. Aber es ist schon nett, dass er sich Gedanken macht und das auch ein bisschen übt. Naja, jedenfalls taucht dann erst einmal Jen auf und die möchte halt, dass sie ihn beibringt, wie man mit den Digimon-Karten umgeht und hat da so einen ganzen Stapel und Kenta und Katsu wollen das zwar tun, allerdings schauen sie sich dann erstmal an, was Jen für Karten hat, wir sehen die leider nicht. Irgendwo schade, andererseits aber auch gut, weil das dann meiner Meinung nach ein bisschen weniger Werbung ist, halt im Sinne von, ja guck mal, ach, die hat ja die seltene Karte, Kinder, jetzt müsst ihr sofort Karten kaufen, um die auch zu bekommen, finde ich vielleicht auch ganz gut halt. Naja, und jedenfalls, die sagen, die bringen ihr das bei, aber erst wenn quasi sie Müllkarten gegeben haben und sie ihr sie von Jen die besseren Karten bekommen. Und ja, Takato erwidert daraufhin auch, dass das ja quasi wie eine Erpressung klingt und das kann ich auch nachvollziehen, es ist eine Erpressung, es ist auch mies, aber dadurch, dass die beiden Jungs ja auch so Digimon-Karten sammeln und so, kann man verstehen, dass die so reagieren. Jedenfalls kommt dann Rika und ohne Einwände sagt sie, dass sie es ihr beibringt und die beiden Jungs machen sich nur Gedanken, wenn sie auch mal so gut wie Rika wird und bekommen dann auch solche Tropfen halt. Ja, die beiden unterhalten sich dann erstmal über die Karten, allerdings die Erklärung fällt sehr kurz aus, weil Jen natürlich Rika dann daraufhin fragt, ob Leomon wieder zurückkommen würde, aber das kann Rika ihr halt nicht beantworten, weil es klar, sie kennt Leomon ja nicht, sie hat es ja nicht mal richtig getroffen und was weiß man denn schon, was in einem Kopf von einem Leomon vorgeht. Henry daraufhin zeigt dann erstmal den Jungs das Poster und erzählt ihnen dann wegen den Devern, dass die darauf basieren und dass dann eben noch einige andere fehlen. Finde ich eigentlich ganz gut, dass das jetzt wenigstens auch erwähnt wird und dass sie sich auch Gedanken darüber machen. Und ja, dann gibt es quasi gesehen so einen kleinen Zeitsprung, so von, naja, Mittag, Nachmittag, wird es dann später Nachmittag, früher Abend. Und dann sitzen die da und man sieht so die Schatten und Kenta bemerkt dann auf einmal, dass da ein Schatten mehr ist, als wie die eigentlich sind. Dass er dann erneut nochmal nachzählt, finde ich ein bisschen blöd. Ich hätte mich jetzt einfach umgedreht, wenn mir das komisch vorkommt, aber gut, okay. Hauptsache ist, dass sie es überhaupt bemerken und dann ist da wieder der seltsame Junge, der überhaupt kein Digimon ist. Und ja, natürlich schlägt Jen vor, wir könnten ja hinter ihm hergehen und ihn fragen, was er vorhat. Was ich hier jetzt aber wirklich ein bisschen negativ finde, ist die Sache, der dreht seinen Kopf um 180 Grad und keiner wundert sich. Und als er das in der späteren, also in der Folge danach macht und Jen das sieht, erschreckt sie sich und schreit. Also ich finde das schon komisch, ich würde ja jetzt an dieser Stelle, er stand zwar ein bisschen weiter weg, aber gerade hier in dieser Szene hätte ich mich auch schon ein bisschen gewundert und mich erschreckt. Ja, weil er stand jetzt nicht so weit weg, als ob man das nicht gesehen hätte. Nun ja, sie rennen hinterher. Takato spricht an der Stelle natürlich auch an, dass er es komisch findet, dass er immer in der Nähe ist, wenn Kalumon da ist. Wobei das auch nicht ganz stimmt, weil einmal war er auch in der Nähe von ihm, Katsu und Kenta, und da wollte er ja sein D-Power schnappen, und da war Kalumon nicht da. Also von daher ist es nicht ganz richtig, aber es stimmt schon, dass er zumindest Kalumon immer beobachtet hat, das ist richtig. Nun ja, jedenfalls kommen dann wieder Erdbeben und die Digimon von den Kindern merken dann eben halt auch, dass ein riesiges Digimon sich materialisiert. Und jetzt kommt eben das wegen der Animation und so alles, was ich gemeint habe. Terriamon sitzt auf Gilmon und Gilmon rennt da lang und die Menschen, die sind dann alle einfach mal wieder so, ja, starr animiert. Also die bewegen sich nicht, die gucken nicht, gar nichts, die sind einfach nur so da. Und noch blöder finde ich, Renamon springt auf ein Autodach. Ich sage jetzt nicht, dass das Autodach kaputt gehen muss oder eine Schramme groß bekommt, wobei eine Schramme wegen den Krallen wahrscheinlich sowieso. Aber im Auto sitzen auch Menschen, das sieht man von der Animation sehr deutlich, aber die gucken nicht, die bewegen sich nicht und ich muss sagen, ich finde das schon ein bisschen billig, gerade die Leute im Auto sollten sich doch wenigstens einmal so zumindest erschreckend bewegen, wenn da irgendwas Großes auf dem Autodach landet. Nun ja, jedenfalls rennen sie dann hinterher, rennen wieder in den Park und oder in den anderen Park so halt und sehen dann, wie sich Vikaralamon halt materialisiert und ja, das ist schon ein ziemlich großer Koloss. Nun ja,
Jedenfalls ist es dann halt so, dass sie eben in dem Punkt erstmal gar nichts groß ausrichten können und so. Sie beschließen halt einfach nur, dass Kenta, Katsu und Jen sich halt in Sicherheit bringen, wollen ihre Digimon halt auch digitieren lassen und so alles. Und das tun sie ja dann auch. Und die digitieren aufs Champion-Level, aber können gegen Vicaralomon gar nichts ausrichten. Nichts. Ja, Zitat von Cubimon im Deutschen, es hat noch nicht mal gezuckt. Und das soll wohl schon alles heißen. An der Stelle möchte ich jetzt sagen, ja, ich hatte bei dem vorigen Video, also nicht bei dem vorigen, bei dem davorigen halt, also jetzt nicht bei Prinz Leomon, sondern die blaue Karte der Freundschaft beim Kampf gegen Indramon. Da hatte Schutzgeist halt gefragt, ja, was das dann so für ein Kräfteunterschied zwischen den Devan und den normalen Digimon ist. Und ich muss sagen, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also eigentlich, wenn man bedenkt, dass die Deva den Göttern unterstehen und sie sind schon ziemlich starke Ultra-Level, dann würde ich sagen, gegenüber den Champion-Leveln sind sie auf jeden Fall schon überlegen. Deutlich überlegen, würde ich sagen. Aber ich denke, so 3 Ultra-Level-Digimon sollten gegen ein Deva schon was ausrichten können. Vielleicht liegt es aber auch hier in dem Falle an der Datengröße, weil Indramon war groß und Vicaralomon ist jetzt noch größer und dagegen haben sie sogar noch weniger Chancen. Was ich aber an der Stelle ziemlich dämlich finde, ist, kaum, ich weiß nicht, ob es Henry oder Takato war, ich glaube aber Takato, kaum nimmt er sein D-Power und will die Daten von Vicaralomon, funktioniert das seltsamerweise sofort. Nichts mit erstmal suchen und Daten analysieren, das geht sofort. Und wenn wir bedenken, dass das eigentlich bei Sandiramon nicht sofort klappte und auch bei Indramon nicht, dann finde ich, hätte das bei Vicaralomon, der deutlich größer ist, also eine größere Datenmenge hat, auch nicht sofort klappen dürfen. Also das war schon ein bisschen blöd gemacht. Nun ja, Vicaralomon zerlegt halt die ganze Stadt in Trümmern und macht alles kurz und klein. Und Takato erwidert dann auch, es sieht aus, als wäre Krieg. So viel zu an der Stelle, Tamers wäre ja total kindisch und albern. Also ich finde schon, dass das ziemlich, heftige Folgen sind. Halt actionreich und auch ziemlich viel mit Zerstörung und so. Nun ja, und jedenfalls beschließen dann die 3 Tamer, die gehen dann so ein bisschen in sich. Und Henry macht sich halt Sorgen um seine Schwester, Rika eben um ihre Eltern und Takato auch um seine Eltern, aber er möchte natürlich auch die Stadt beschützen. Und als jeder sich seine Gedanken macht und seinen Wunsch äußert, ich finde natürlich mit der Stadt beschützen, also weil Henry will ja wie gesagt seine Schwester beschützen, Rika die Familie und Takato die Stadt. Klar, ich kann es nachvollziehen, immerhin wohnt er da und so, das ist logisch, aber es wirkt natürlich Hauptcharakter, der muss natürlich wieder ein bisschen mehr beschützen wollen als die anderen, kann man so sagen. Ich finde es okay, wollte es aber an der Stelle halt mal erwähnen. Naja, und dann werden die Karten halt blau, sie benutzen die Karten, setzen dann dementsprechend auch die wieder ein und die Digimon digitieren aus Ultra-Level. An der Stelle ist es jetzt so, was ich jetzt noch nicht so erwähnt habe, Yan Yu, also der Vater von Henry und die anderen, die wollten halt die Kernstruktur der Digimon auch richtig analysieren. Yamaki hat daran überhaupt kein Interesse, er will einfach nur, dass sie die Digimon auslöschen. Daraufhin meint zum Beispiel auch Yan Yu, dass das ziemlich brutal ist, weil das auch die Digimon der Kinder ja betreffen würde und so. Und er sagt, das ist nicht brutal und auch nicht grausam, er macht das alles zum Wohle der Kinder selbst und so. Ja, und es kommt dann eben auch dazu, dass er halt auch Yugov richtig starten möchte, weil jetzt hat er jetzt richtig die Kontrolle darüber und darf es richtig. Vorher war es hier nur so eine Testreihe. Ich finde zwar auch ein bisschen seltsam, dass es in dieser Folge quasi so reingeworfen wird, ja los, jetzt darfst du das richtig machen, obwohl wir von Folge 13 ab bis jetzt gar nicht mehr gehört haben, dass er es jetzt richtig testen darf. Also es ist gut, dass es erwähnt wird, aber wie gesagt, es hätte vielleicht schon mal vorher ein bisschen erwähnt werden sollen, in der Folge davor vielleicht. Wirkt so ein bisschen plötzlich. Naja, und dann versucht er das natürlich jetzt auch einzusetzen und damit endet die Folge dann quasi Cliffhanger bzw. Fortsetzungsfolg, kann man sagen. Ja, Anne für sich, ich finde die Folge auf jeden Fall gut, weil es ziemlich viel, also schon ernst ist und auch die Zerstörung zeigt und natürlich auch viele wichtige Fragen und Dinge beantwortet werden, wie so die 3 Tamer sind, die anderen nicht, das mit den Devan. Daher gefällt mir die Folge und ich finde sie auch okay. Wie gesagt, die Animation ist aber auf jeden Fall schlecht. Natürlich meine Frage auch an euch. Ja, wie gefällt euch die Animation? Ist euch das negativ aufgefallen oder sagt ihr, da ist kein großer Unterschied und stört euch nicht? Wie seht ihr das so mit der Folge an sich? Findet ihr die gut oder findet ihr sie eher schlecht? Ja, und natürlich auch meine Frage, wie steht ihr zu Vicaralomon? Ich habe viel gelesen in den letzten Jahren, viele finden ihn hässlich. Ich muss sagen, ich finde ihn eigentlich okay. Klar, es ist nicht sonderlich kreativ, aber Wildschweine haben wir auch nicht so oft, wobei ich das arme Wildschwein besser finde. Aber ich finde, Vicaralomon ist okay und besser als die Ratte. Kunbiramon gefällt es mir auf jeden Fall. Aber gut, das ist Geschmack. Deswegen schreibt es mir einfach in die Kommentare, was ihr dazu sagt.